Wow. In unter einer Dreiviertelstunde diesmal. Let's roll. Was habe ich hier jetzt mal für ein Team gleich zu beginnen? Ein Türke, ein Plus-Rap. Noch ein Türke, noch ein Plus-Rap. Ein Deutscher, nur ein kleines CSGO-Kind aus Lauchhammer. Tschüss. Da ist dann der Punkt, wo ich dann raus bin. So, Mann, Mann, und herzlich willkommen zu einem Solo-Matchmaking auf Platz 2. Es war echt lustig. Meine Teammates waren inkompetent und sonst was, haben nichts hinbekommen. Und deswegen war ich auch teilweise zu ein bisschen sehr verzweifelt. Allerdings, es ist echt lustig geworden letzten Endes. Gerade basiert auf der Inkompetenz meiner Teammates. Die haben so viel Scheiße gemacht. Es ist extrem lustig. Schaut es gerne bis zum Ende. Es wird ein Zweiteiler. Das heißt, schaut auch sehr gerne den zweiten Teil an. Und lasst doch gerne in den Kommentaren, wie ihr es fandet. Ich habe einen etwas anderen Schnitzel mal zur Abwechslung ausprobiert. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis dann. Ciao. Wir haben kein full Türken Female Team. Ich bin uneingespielt as fuck. Ja, ich will mal ganz kurz anmerken, dass ich uneingespielt as fuck bin und dass er gerade einen Headshot bekommen hat und trotzdem nicht gestorben. Wer sich im Warm-up Kevlar so. Ganz kurz. Bin ich der Einzige, der das gerade so im. Vom Face gerade so ein bisschen komisch war? Hello. Oh, ich bin schon raus. Beautiful Team. Ich bin raus, tschüss. My mom is gay? Oh, beautiful name. Aber immerhin hat er meinen Namen verstanden. B. Hello, my name is Leo. Was? Der Typ ist wie Tat. Was macht der immer mit seiner komischen Musik da? Ballusch. Lol. Ich habe 2 Kills gemacht und der Typ, ich glaube daran, dass der Typ jetzt den 3K machen kann. Okay, ist das... Oh, schön. Ist das Tür eigentlich gar nicht mehr so eine grottenschlechte Map für Solo-Queuing? Okay, doch, wenn ich zweimal drüber nachdenke, ist das Tür eigentlich wirklich eine grottenschlechte Map. Wäre es noch ein Prime, dann würde definitiv spätestens beim 14 irgendwas 3 Typen spinnen. Ah ja! Lol. Hey, die Autosniper! Und by the way, ich bin Topfrag. Gut, aber die Tatsache, dass ich Topfrag bin, könnte auch ein bisschen daran liegen, dass die auch echt keine Ahnung vom Leben haben. Hey, wie war's, Team? Stecken die sich alle ihre Mikrofone in den Arsch oder warum hört sich das so beschissen an? Lol. Ganz kurz, der Typ, der mich gerade halb durch eine Hand geholt hat, hat nicht mal 100 Spielstunden. Weil das ein Cheater ist? Das ist so. Schade. Ah, 3 in 1. Tschüss, ich bin raus. Oho! Kennt ihr das, wenn ihr bei euch schießt und ihr den Sound hört, aber der Server den nicht durchnimmt? Okay. Ah, mit einer Deagle im Springschießen. Was macht denn der? Sorry. Vollidiot. Fuck. Warum kaufen die sich eigentlich fucking Swag 7s und keine richtigen Waffen? Ich glaube, das erste Mal diese Runde, dass ich mir selber einen Orb kaufe. Aber der Orb ist schon sexy. Warte mal ganz kurz, die war auf B gelegt. Das wusste ich halt seriously nicht. Lol. Ich habe alleine mehr Frags als mein komplettes Team. 2er KD? 18, 10, 2er KD. Nicht der Einzige, der jetzt nicht so ganz hinterkommt, wie die darauf kommen. Also ganz kurz, das ist doch ein Witz, dass ich jede Runde irgendwer in einen T-Spawn stelle. Wir haben nirgendwo irgendwie gesehen, wir sind im Nachteil von den Leuten her und wir machen einen 3er B-Stack. Bin ich der Einzige, der diese Methode jetzt etwas fragwürdig findet, offen gestanden? Jetzt haben wir die Bombe, jetzt lohnt sich. Der 3er B-Stack. Tschüss. Bombe. Raus.